Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Wie ihr seht, das Ultraforce H1 Stereo Gaming Headset haben wir ja vorhin im Unboxing angeboxt, also ausgepackt. So, was haben wir hier noch? Ich werde mal die Kamera lieber wieder so machen, dass ihr mehr seht. Technischen Problem, unseren Support zu kontaktieren. Achso, das ist bei technischen Problemen, kann ich einen Support kontaktieren. So, vielen Dank, dass Sie sich für bla 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 bla. Computer, Notebook, Tablets mit 3,5 mm Stereo-Klinke. Notebooks und Tablets, okay. Installation, Ultra-Headset an Kopfhörer, Mikrofon, Computer anschließen und Hardware wird automatisch von Windows erkannt. Fehlerbehebung, sollte ausfallen. Unterbrochen werden, starten Sie Anwendung neu. Also sollte Audio mal unterbrochen werden, neu starten. So. Ja, Tablets weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall PC. Oh! Das sind auch wieder ich weiß nicht, wie es heißt. Diese Kabel mit Stoff überzogen. Also nicht nur irgendwie so ein lumpiert Gummikabel oder so, nee. Fest drin. Also selbst die Verarbeitung, was da. So, mal gucken, das ist jetzt so. Ja, was darin geht, ist sehr fest. Ist ja geil. Ich liebe es, wenn die Kabel mit so einem Zeug umwickelt sind. Also mit diesem Nylon-Zeug. Oh, der ist aber auch extrem lang, der Kabel. Was ist denn los, Tigger? Der ist extrem lang. Ich weiß jetzt nur nicht, warum da Tablet steht, weil ich kenne kein Tablet, was zwei Klinkeanschlüsse hat. Die meisten haben halt nur einen Klinkeanschluss. Da müsste man sich dann halt hierfür einen Adapter holen. Von zwei auf einen Klinke gibt es. Den habe ich auch schon mal in einem Video vorgestellt. Dann haben wir hier halt einen blauen. Oh, was Gutes hier, der Blau, hier steht es extra drauf. Seht ihr, das ist für Headset, und hier ist ein I drauf. Ich denke mal, das I soll ein Mikrofon darstellen. Da sieht man so ein bisschen. Finde ich ja sehr nice. Und extrem lang der Kabel. Also, ich weiß, es heißt das Kabel. Ist mir aber scheißegal. Für mich ist es der Kabel. Außerdem hat sich das schon durchgesetzt. So. Auch die Länge bis zum Bedienteil reicht locker aus. www.ultron.de, Artikelnummer steht hier auch drauf, CE, und nicht in eine Mülltonne schmeißen. Haben wir hier noch ein Bedienelement. Ach, das ist hier laut und leise. Achso, hier an der Seite ist laut und leise. Haha, ich dachte hier. Nee, hier ist laut und leise. Laut, leise nach oben. Hat auch so einen kleinen, hat einen angenehmen Widerstand. Guckt nicht zu weit und nicht zu kurz raus. Auch hier sind die Anschlüsse sehr gut verarbeitet. Seht ihr das? Da, wo das Nylon hier rauskommt. Finde ich sehr nice. Sehr, sehr nice. Jetzt gucken wir uns auch mal den Tragekomfort an, wie es für Brillenträger ist.
Sieht sehr dünn aus an sich, das sehr leicht. Also ich habe jetzt nicht gerade das Gefühl, dass ich ein Headset in der Hand halte. Das ist total leicht. Sind da überhaupt Lautsprecher drin? Das müssen wir uns dann nachher mal angucken. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als wenn da was drin ist. Du fühlst dich so an wie so ein Dummy oder so, so ein bisschen Plastik und fertig ist. Na, mal gucken. Übertragekomfort ist okay. Mikrofon rastet auch schön ein. Also es geht nicht einfach runter und dann, wenn man es hier lässt, dann. Nee, das rastet hier richtig schön ein. Ich weiß nicht. Gucken, ob wir das vernünftig hören können, wenn ich das so mache. Ah, das hört ihr vielleicht nicht. Ist auch zu leichtgängig. Aber man merkt es, wenn ich jetzt hier hoch und runter mache, merke ich halt diesen Widerstand. So, diese Klicken. Es geht sehr leichtgängig, man hört es auch kaum, aber man spürt es am Finger, dass da halt so ein kleiner Widerstand ist. Auf der größten Stufe brauchen wir es nicht. Also mir reicht eigentlich die kleinste Stufe aus. Ja, vielleicht eine Ein Klick. Und selbst mit, also es sitzt jetzt sehr weich drauf. Also ich höre selbst noch meine Außenumgebung. Also ich bin jetzt nicht so wie bei den meisten anderen Headsets so abgeschirmt, dass ich von außen nichts mehr mitkriege. Es sitzt sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, was es jetzt kostet, ehrlich gesagt. Schreibe ich unten drunter. Also ist ein kleines, schnuckliges Headset. Also und vom Tragekomfort, gut, hier oben ist jetzt halt nur Plaste. Da ist jetzt nicht hier, kein Schutz oder irgendwas oder sag schon, gepolstert oder so. Ich denke mal, das wird bei dem größeren Modell wird das was anderes sein. Das ist ja auch nur das Kleine. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie teuer das ist. Also keine Ahnung, habe mich da ja nicht drüber schlau gemacht, was das kosten würde. Steht das auf der Rechnung? Nee, auf der Rechnung steht 0. Ach scheiße, ist ja auch ein Testmuster. Aber ich schreibe es euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Ich werde jetzt auch erstmal hier noch den Kabel wieder zumachen, weil ich habe Katzen. Und ich muss aufpassen, wie lang und wo hier ein Kabel rumliegt, weil ruckzuck sind die Viecher dran. Und heute Abend werde ich dann natürlich einen vernünftigen Hardware-Check dazu machen. Wir werden das mal anschließen am PC, beziehungsweise an meinem Laptop und werden uns dieses dann einfach mal angucken, wie das vom Tragekomfort her ist. Und ja, das werden wir uns dann alles mal ganz in Ruhe angucken. Ich werde mal gucken, dass ich das hier irgendwie so festmache. So. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Weil so jetzt im ersten Augenblick hat sich's gut getragen. Ist jetzt halt jetzt, ja doch, das ist gepolstert. Ist jetzt nicht so gepolstert wie das H5, aber ist ein kleines Schnuckel-Headset. Und vor allen Dingen, was ich gut finde, man ist da nicht so abgedichtet, dass man von den umliegenden Geräuschen nichts mehr mitbekommt. Also das ist jetzt angenehm drauf, weich. Oben am Kopf fand ich es ein bisschen hart. Ich bin da auch vielleicht ein bisschen verwöhnt mittlerweile über die Jahre. Halt jetzt mir vor, ich weiß es nicht. Da muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich fand es so ein bisschen hart oben auf dem Kopf. Ich bin mal gespannt, wie das H5 ist. Aber so an sich hat es einen guten Tragekomfort. Finde ich, also meiner Meinung nach. Und wir werden uns nachher das mal im Praxistest dann genauer angucken. Bis dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Und wir sehen uns gleich im Unboxing noch vom H5 wieder. Beziehungsweise morgen. Weil ich strahlt ja über verschiedene Tage aus. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.